Herzlich willkommen zurück in Ägypten. Die Feuer von Dionysias. Mysteriöse Feuer zerstören Bauernhöfe in Dionysias, töten die Bauern und bedrohen Lebensgrundlage aller, die dort leben. Eine Reihe mysteriöser Brände auf Bauernhöfen lässt die Bewohner von Dionysias um ihr Leben bangen. Bayek bricht auf, um das Rätsel zu lösen und trifft Zara, eine kokette Bäuerin, die zur Kämpferin wurde und als örtliche Beschützerin auftritt. Die beiden vereinen ihre Kräfte und entdecken eine gewisse Anziehungskraft zueinander, während sie gegen eine neue, unruhigende Bedrohung kämpfen. Hoffentlich keine Anziehungskraft, die ich nachher irgendwie blackscreenen muss und in der Aufnahme zensieren muss. Das arbeitet dann nur noch in Arbeit aus. Das artet dann nur noch in Arbeit aus, das wollte ich sagen. Ups. Ich brauche ein Boot. Ups. Ja, geht doch auf. Wo ist denn das Problem? Und Gas. Vollgas. War nicht so schnell wie ein Windboot, aber es so reicht. Ist eigentlich nicht auf Grundlauf? Hm. Zur Verdeutlichung, das Spiel bzw. der Launcher sagt mir, ich hätte 59% durch. Wenn ich mir die Karte anschaue, nein. Fehlen ja noch DLCs, also von der Hauptstory sind wir die Hälfte durch wahrscheinlich. Aber das ist noch eine Riesenfülle an Sachen zu entdecken. So, zunächst mal machen wir die Quest. Und dann gucken wir mal, ob wir dann mit Schnellreise wieder zurückspringen. Und wie wir das denn planen. Och, der habe ich nicht überfahren können? Das ist ja schade. Ich dachte, jetzt können wir mal ein Flamingo mitnehmen, aber nein. Ist ja schon zu viel verlangt. Ich habe eine Aufnahme von früher gesehen, von 2011. Alter, hat sich meine Stimme verändert. Ist übel. Was sind das denn für Dinger in der Luft? Achso, das ist Drachen. Ich wollte gerade sagen, was sind das denn für schwimmende Nichtschwimmer da oben? Gut, das soll genügen. Wie der betende Mann gesagt hat, es ist alles verbrannt. Da kommt ein Mann persönlich. Er ist bewaffnet. Was sollen wir tun? Ich bin auch bewaffnet. Wir sind nicht in Gefahr. Bleib ruhig. Ich bin Bayek, ein Magi. Ein echter Magi? Kein Philakitai, hoffe ich. Ich bin Zacha. Das war mein Hof. Wer brannte ihn ab? Pack! Die Scheißkerle wollen uns von unserem Land vertreiben. Die hatten Glück, dass ich nicht hier war. Ich hätte meine Felder mit ihren Innereien gedüngt. Ich werde meine griechischen Nachbarn warnen. Sein Hof könnte der nächste sein. Bitte komm mit. Ich folge dir, Zacha. Wir müssen das Land schützen. Ja,
Es ist reich und fruchtbar und wert, dafür zu kämpfen. So wie ich. Dein Hof ist nicht weit von hier. Mal sehen, ob du mithalten kannst, Magi. Oh. Was führt einen wie dich ins Fayum? Hier kommen sonst nicht viele Reisende lang. Und Magi schon gar nicht. Ich, jage ein paar Mörder. Dann bist du hier richtig. Hier gibt es viel Gesindel. Das Fayum ist nicht mehr die Oase, die es einst war. Wie lange werden hier schon die Höfe niedergebrannt? Seit der junge Ptolemäus regiert. Die meisten Bauern, sie konnten sich bewegen und wurden verjagt. Meine Familie gehört zu denen, die kämpfen. Der Widerstand bestimmt unser Leben. Vor lauter Kämpfen habe ich vergessen, mich zu verlieben. Obwohl ich romantisch bin. Mein Vater wollte, dass ich heirate und ihm viele Enkelkinder schenke. Götter! Ich mit einem Haufen schreiender Kinder? Unser Land... Ich schätze nicht, dass dein griechischer Nachbar diese Brandstifter beherbergt. Das würde es einfacher machen. Aber nein, das sind definitiv ungebetene Gäste. Bleib hier in Sicherheit. Ich werde diese... Neck, nein! Das wirst du nicht. Du wirst hier in Sicherheit bleiben. Und ich werfe mich ins Schlachtgetümmel. Ha, eine Bauernkriegerin mit Sehnsucht nach der Duat. Schön. Tanzen wir gemeinsam. Da ist doch schon was. Hey! Ah ja, okay. Tanzen wir. Du kannst nicht fliehen! Blut für Blut! Hey, was? Ups. Diese verfluchten Feiglinge. Wir dachten, wir sparen dir Zeit und kommen zu dir. Ich töte dich. Hey, was? Wir wollen dir. Das ging schnell. Er war schnell weg. Ach, Scheiße. Ich bring dich um. Ist auch lustig, also ich bin ihn auf den Kopf gesprungen, der ist nach hinten gefallen. Sehr cool. So, dann befreien wir den. Geht es dir gut? Ich glaube nicht. Die Fesseln waren so eng. Ich spüre meine Beine nicht. Oh, schwerer als du aussiehst. Möchtest du vielleicht, dass ich ihn trage? Passt. Ich spring einfach rüber. Zahra. Das war furchterregend. Neck! Bion, wir können nicht in Angst leben. Du musst dich wehren. Du bist wahrlich ein Geschenk der Götter, Zahra. Ich erzähle allen Griechen von Zahra, der Bauernkriegerin. Wir müssen das Nest der Banditen finden. Ich weiß vielleicht, wo es ist. Meine Diener verfolgten Reiter aus der Weißen Wüste im Norden. Da draußen ist nichts außer ein paar Ruinen. Und sie erwähnten den Namen Sohn des Re. Ich glaube, das ist ihr Anführer. Sohn des Re? Bald ist er der Sohn von gar nichts. Also los, auf in die Wüste, Bayek. Ich glaube, es ist die gleiche Sprecherin. Wir sollten langsam los. Es ist ein weiter Weg. Gut, dann mal los. Ich glaube, die gleiche Sprecherin von die eine aus Walking Dead. Drei Bisschen gerecht. So, 700 Meter. Komm schon, Meta. Bist du immer so langsam? Oh, bist du denn abgestiegen?
Bing. Wow. Kommt die noch hinterher? Die rennt jetzt hinterher. Okay, ist mir egal. Wow. Oh. Vielleicht nicht ganz egal. Wegen Gespräch und so. Ah, da ist sie. Mac, wo hast du gesteckt? Wir müssen weiter. Ja, warum springst du denn ab? Götter, bei Anubis, ich liebe die Wüste. Sie hat mir immer schon Ehrfurcht eingeflößt. Bei meinem ersten Besuch habe ich geweint wie ein kleines Girl. Ich weiß nicht warum. Mein Vater meinte, ich soll mich nicht so anstellen. Come on. Echt jetzt? Etwas, du kannst nicht fliehen! Komm her, küsst meine Klingen! Da bist du ja! Hey! Wer ist da? Blut für Blut! Was ist das, du Ratte? Oh, scheiße, ich bin tot, hab ich gar nicht gemerkt. Ups. Okay, das ging schneller, als ich dachte. Wir sollten langsam los. Es ist ein weiter Weg. Gut, dann mal los. Götter, sind auch bei Menge. Anubis, ich liebe die Wüste. Sie hat mir immer schon Ehrfurcht eingeflößt. Okay. Bei meinem ersten Besuch habe ich geweint wie ein kleines Girl. Ich weiß nicht warum. Mein Vater meinte, ich soll mich nicht so anstellen. Die Wüste zeigt jedem ein anderes Gesicht. Ja. In der Nacht wird es sehr kalt. Oase der weißen Wüste. Entdeckt. Eine Kämpferin wie du muss das Interesse der Bauern wecken. Wolltest du nie... Ich glaube, ich habe ein neues Gebiet freigeschaltet. Die weiße Wüste, Oasis. Also Oase. Ich kämpfe zu viel. Nun, Sandstein. Ein Magi-Krieger könnte das vielleicht ändern. Das ist eine Einladung. Ist natürlich toll, dass der Sandsturm genau jetzt kommt. Genau in dem Moment, wo man gerade dahin will. Zenu ist gerade so noch verfügbar. Das da vorne sieht nach Ruinen aus. Oh, schon wieder so weg. Was? Verdammt, du hättest nicht herkommen sollen. Boah, da hab ich sie noch getroffen. Die Unterwelt erwartet dich. Dafür lasse ich dich leiden. Hey! Stirb, du Sau! Da ist sich gerade davor gestellt. Ich frag mich, wie wohl gegrillter Adler schmeckt. Dafür lasse ich dich leiden. Okay, der hat ein bisschen mehr Power. Fuck. Blut für Blut.
Verdammt, es liegt daran, weil ich die alte Monitor habe. Deswegen sterbe ich die ganze Zeit. Die alte ist nämlich auch immer gestorben am ersten Teil. Ihm nach! Ihm nach! Kommt her, küsst meine Klinge! Mann, der hat irgendwas mit Feuer, deswegen hat er mich gerade auch gekriegt. Lass uns losgehen! Was? Komm, Schmarotzer, ich zerquetsch dich zwischen den Fingern! Blut für Blut! Alter, ist das gut! Boah, wer kriegt mich? Was war das denn? Der hat mich gekriegt! Alter Schwede! Jesus! Wahnsinn! Der hat mich eiskalt echt gut gekontert. Respekt. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich da gerade so viel Leben verloren haben konnte. Hey, was? Du kannst nicht fliehen! Hier schlag ich dich tot! Oh, der haut rein, ey. Wahnsinn. Was hat er für ein... Boah. Okay, ich stelle es mal ein bisschen härter. Weißt, dass der Sohn des Reh verrückt ist, oder? Warum? Weil er nicht ist wie alle. Du hättest nicht herkommen sollen. Gott, 39er. Wahnsinn. Fuck, ich bin explodiert. Oh Mann. Oh. Ich glaube, wir machen eine Stunde nur diese eine Stelle. Gibt es irgendwelche Filter hier? Schärfentiefe. Ah ja, cool. Es ist... Die haben 39, was habe ich jetzt? Ich habe 35. Aber die muss man doch kriegen können. Vielleicht sollte ich... eine andere Taktik verwenden.
Das ist Wahnsinn. Das ist mal eine Herausforderung. Den Busch nie gefeuert. Ja, bleib stehen. So. Scheiße. Mist, der war Attentat. Hat auch noch nicht geklappt. Okay, der ist tot, gut. Jetzt verstecken und heilen. Unsere Hoffnung ist tot. Sie töteten sich für ihren Anführer. Der Sohn des Re ist ein strahlendes Leuchtfeuer, das den Pfad zu einer neuen Ordnung weist. Seine Weisheit wurde als Wahnsinn fehlinterpretiert. Doch er hat die Welt so gesehen, wie sie ist. Was geht hier vor? Wer nicht hören will, muss fühlen. Boah, Wahnsinn. Okay, einer weniger. Ich glaube, da ist nur noch einer übrig. Okay, ich kann es nicht mehr interagieren, ihr könnt aber pausieren. Das war recht akut. Ja, es wird nur noch einer sein. Kann man in die Richtung fliegen und kurz zu gucken, nicht, dass da doch noch einer steht. Im Moment nur einer. Hey, Boss. Hat dir jemand gezeigt, wie man das benutzt? Ich spreng dich um! Munition verbraten bei dem. Okay. Das wär's. Das Gebiet ist sauber. Jetzt können wir Schätze plündern. Kriegen tolles Zeug. Also auch
so seltene Sachen. Hey, was soll das? Blockiert die mich einfach? Alte Andenken und Plunder. Recht persönlich. Und alle haben Feuerspuren. So, Tod bestätigen. Der Segen Rees, meine kleinen Kinder, wir leben in einer ungläubigen Zeiten. Ihr seht es, diese Welt ist verloren, doch ich werde sie verbrennen. Mein Tod wird mein Aufstieg sein, keine Sorge, Götter sterben nicht. Sie geben nicht auf, sie fallen nicht. Ich werde tun, was ihr nicht tut. Bei meiner Rückkehr werden alle sehen, wie ich, der Bringer des Sonnenstichs, der Sohn des Re, als neue Corona meinen Platz einnehmen. Das war nicht ihr Anführer. Der Sohn des Re, ihr wahrer Anführer, gab aus dem Gefängnis Befehle. Soldaten haben ihn bei einer nahen Karawanserei in Gewahrsam. Er hat die Brandstiftungen angeordnet. Er hält sich für einen Gott und unbesiegbar. Dann lassen wir den Drecksack bluten und beweisen ihm das Gegenteil. Das führt uns auch wieder zurück zu... Holy shit. Da kriege ich auf die Fresse. Das mache ich nicht. Also das führt mich doch garantiert da rein. Was für ein Level hat die jetzt? Stufe 37. Das warten wir mal ab. Dann wird das Krokodil jetzt tatsächlich dran. Jagdtiere für den Gerber immer noch. Was soll ich denn da machen? Ach, ich habe ja alles. Gut, dann machen wir das doch. Aber zuvor, danke fürs Zusehen.